Die letzten 2 Tage hier auf Kos sind angebrochen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Vlog 3 hier aus Kos und dem Robinson Daidalos. Für mich geht es wieder los. Ich mache heute eine Bootstour. Der Bus kommt gleich, bringt mich wieder nach Kos Stadt. Und dann geht es auf dem Boot und dann schippern wir zu 3 Inseln hier im Umkreis. Man sieht sie auch immer ganz gut hier von der Aussicht, die gegenüberliegenden Inseln. Und ja, ein bisschen schwimmen, was essen, die Inseln erkunden. Es ist auch eine unbewohnte Insel dabei. Genau, und dann nehme ich euch heute ein bisschen mit. Dann heute Abend noch den restlichen Abend im Club genießen und dann morgen die Abreise nach Deutschland. Wir sind jetzt hier auf der ersten Insel angekommen, auf Pserimos. Ist nicht groß, es gibt einen großen Strand, aber da jetzt hier viele Boote angekommen sind, ist es natürlich recht voll. Das Wasser ist gerade sehr angenehm, es ist warm. Gibt auch hier 2 Restaurants oder 3. Schon noch den ein oder anderen Souvenirladen. Genau, jetzt haben wir hier 1 Stunde Aufenthalt zum Baden und so, aber da ich alleine unterwegs bin, werde ich jetzt hier nicht meine Tasche abstellen und jetzt komplett ins Meer gehen. Genau, die anderen sind nicht im Hotel geblieben. Genau, deswegen bin ich alleine. Und ja, deswegen schlendere ich jetzt hier noch ein bisschen rum. Schaue mich um, aber das Wasser ist sehr, sehr schön klar. Hier schnorcheln auch Leute. Ich habe zwar mein Schnorchelset dabei, aber das mache ich dann später, wenn wir vom Boot springen dürfen. Weil dann lasse ich die Sachen natürlich am Boot und springe dann von da ins Wasser. Aber hier am Strand ist mir das halt zu gefährlich, die Sachen hier einfach stehen zu lassen und so eine Runde schwimmen zu gehen. Ich könnte natürlich mal fragen, aber nee, aber das Wasser ist sehr angenehm. Aber meine Tasche immer im Blick. Moment. Da. Die schwarze, alleinstehende Tasche ist meine. Also ich gehe nur gerade so Bauchhöhe ins Wasser. Hier ist es auch sehr flach. Das heißt, man kann schon weit reingehen. Wasser ist auch sehr klar, sehr angenehm. Aber wie gesagt, immer der Blick zu meiner Tasche. Ja, ich habe ja auch immer so viel Kram dabei, ne? Also hier eine Kamera, da habe ich schon die GoPro dabei, meine 2 Handys, ne? Und da ist es mir echt zu gefährlich, immer die Tasche irgendwo stehen zu lassen. Im Hotel oder so ist das für mich gar kein Problem, die Sachen auch, ne, das Handy auf der Liege zu lassen oder so im Club. Aber hier so auf öffentlichen Stränden, wo alle möglichen Leute rumlaufen können, ist mir das einfach zu gefährlich, genau. Ja, und jetzt kühle ich mich mal ein bisschen ab. Das ist echt herrlich. Ja, wir sind jetzt auf Kalymnos angekommen und hier gibt es später noch Mittagessen. Jetzt glaube ich schnappen wir irgendwas zu einem
Hallo, mich nicht überfahren, bitte, danke. Jetzt schlappen wir, glaube ich, zu irgendeinem Museum oder so. Irgendwas über Schwarmfisch tauchen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich kann auch falsch liegen. Ich habe das nicht so gut verstanden auf dem Boot. Und danach geht es dann zum Mittagessen und es ist super, super heiß. Sehr heiß. Ja, ich lag fast richtig. Es geht um Schwämme. Nicht Schwärme, sondern Schwämme aus dem Meer. Die Natur ist nicht so reich hier. Man sieht Felsen überall und das kann die Hitze nicht stoppen. Also es ist immer 2-3 Grad höher als auf der Inselkost. Also sehr warm hier. Wir sind in einer Schwämmefabrik. Es ist ein Familienunternehmen. Nikos und Aphrodite ist schon an der dritten Generation hier. Ich werde Ihnen ein paar schöne Geschichten über den Schwämmen erzählen, weil die Geschichte der Schwämme eigentlich ist die Geschichte dieser Insel. Ich würde sagen aber, dass die Taucher aus der Insel sind und nicht die Schwämme an diesen Jahren, die letzten Jahre, nach dem Zweiten Weltkrieg, sagen wir. Früher aber gab es auch hier Schwämme. Der Schwamm wurde mehrmals erwähnt bei uns hier in Griechenland, schon von den antiken Jahren. Also von den Geschichten, den Historiker Homer, Homeros, wie wir ihn nennen, erwähnt er schon 700 Jahre vor Jesus den Schwamm. Also existiert er schon von den antiken Jahren. Aber 324 vor Jesus wird er untersucht, der Schwamm, von einem Historiker, das war Aristoteles vom Nordgriechenland, und er mit seiner Meinung war ein Schwamm ein Tier, weil er sah, dass das Wasser seuchte und wieder von der hinteren Seite rausguckte und in einer anderen Farbe. Also die Meinung an diesen Jahren war, es ist ein Tier. Später aber von den römischen Zeiten und nach dem 18. Jahrhundert, nach Jesus, wird es wieder mehrmals untersucht. Und da kommen Sie auch auf die Sache, dass es kein Tier ist, aber es ist eine Pflanze. Eine Pflanze, die eigentlich Wasser säugte und wieder Wasser rausspuckte. Keine Organe, kein Blut, gar nichts gibt es drin. Also sind wir der Meinung, das ist ein Plankton. Eine Pflanze wie eine Koralle im Wasser. Ja? Wenn eine Koralle im Wasser ist, ne? Man sieht, sie ist sehr schön weich, sie schwimmt, eine Pflanze. Aber wenn sie aus dem Wasser kommt, wird sie hart wie ein Stein. Ja? Also so wird auch der Schwamm. Ich habe einen Schwamm in meiner Hand. Er ist sehr hart. Man kann nicht baden. Kratzen vielleicht ja, aber baden nicht. Dieser Schwamm kommt hier vom Mittelmeer, von einer Tiefe von 40 bis 90 Meter. Ist die beste Qualität im Mittelmeer. Mittelmeer, das wir nicht falsch verstehen, ist nicht nur Griechenland. Es ist ein großer Becken, der beginnt von Griechenland, geht unten nach Ägypten, Libyen, Spanien. Also überall ist es Mittelmeer. Qualität Mittelmeer heißt überall im Mittelmeer. Es gibt Schwämme überall, auf allen Meeresboden der Welt. Asien, Karibik, Mexiko, überall. Was ist der Unterschied und warum ist die Meinung, dass wir den besseren Schwamm haben im Mittelmeer? Bei uns die Tiefe in 80, 90 Meter ist sehr kalt, das Wasser. Und das Wasser im Mittelmeer ist sehr salzig. Der Schwamm braucht das, dass er gesund wächst. In anderen Meeresboden, also kommt der Schwamm von einer Tiefe von 30 bis 40 Meter und warmes Wasser, weil die Sonne scheint mehr Stunden am Tag unter, es ist nicht so salzig das Meer. Also der Unterschied kommt, nachher zeige ich Ihnen, wer ist der Unterschied bei den Schwämmen. Dieser Schwamm jetzt, wenn er in der Tiefe ist, wächst er auf einem Stein. Sehen Sie, da ist der Stein. Seine Wurzeln sind im Stein. Wenn wir uns wirklich aufschneiden, dann wächst ein nächster Schwamm. Aber wenn wir ihn zerreißen, dann ist es fertig mit den Schwämmen. So sind sehr viele Meeresboden ausgestorben, die Schwämme. Darum ist es auch hier bei uns. Weil im Mittelalter konnte man nur mit dem Körper und mit einem Stein, wir nennen es Gambalopetra hier, das ist ein Stein, der wiegt von 14 bis 16 Kilo. Sie binden den Stein an die Hüfte und gehen, dass sie schnell runtergehen mit dem Stein. Der kommt runter schneller. Und sie können circa 2-2,5 Minuten mehr von den Tauchern, von Kalymnos, haben wir keinen anderen Rekord. Also 2-2, weil wie viele Schwämme kann ein
ein Taucher sammeln, ganz wenig. Also er macht das mit der Hand und sehr schnell mehrmals. So sind auch die Schwämme ausgestorben. 1857 kommt diese Ausrüstung. Sie kommt aus Frankreich. Sie wird in Paris getestet, in einem Fluss, weil nur der Fluss geht durch Paris, das ist Schein. 4 bis 8 Meter Tiefe ein Fluss in der Stadt, nicht mehr. Und ein süßes Wasser, sagen wir. Kein Salzwasser. Also ist es fast getestet. Weil wenn er hier ankommt, dann muss er ja in die Tiefe gehen, bis 80 Meter, mit anderen Strömungen und ein anderes Wasser. Das Gute war, als er hier ankommt, dass wir jetzt hier Sauerstoff haben. Und so haben wir 2 Schlauche, die versorgen jetzt mit Sauerstoff den Taucher. Aber dieser Sauerstoff wechselt sich nicht. Den ersten 100 Jahren. Es bleibt drinnen im Helm und mit demselben Sauerstoff, wo sie runtertauchen, kommen sie auch wieder rauf. Das heißt, 30 Minuten runter, 30 Minuten wieder rauf und langsam den Helm abgeben, dass er in die Natur kommt. Sonst, wenn er sehr schnell raufkommt und sehr schnell abnimmt den Helm, dann haben wir die Muskelprobleme, Blutprobleme, Kreislaufprobleme. Er ist gelähmt oder er lebt nicht mehr. Das war der Schaden von dieser Ausrüstung. Also Wirtschaft wächst, aber das Leben ist gefährlich mit der Ausrüstung. Der Schwamm jetzt, wenn er auf dem Boot kommt, dann hat er eine schwarze Membrane, eine grün-schwarze Membrane. Diese Membrane, wenn sie nass bleibt und getreten oder geschlagen mit einem Stock wird, dann kommt sie ab. Und unter jetzt diese Membrane haben wir den Schwamm. Das ist der Schwamm jetzt. Aber noch nicht so. Wenn er hier ankommt, Nikos hat eine Schere, er schneidet ab, was oben noch von der Membrane übrig bleibt. Und er wird geschleudert und gewaschen. Da gibt es einen Schleuder und eine rote Maschine da hinten. Das Kalk, Salz, Steinchen, kleine Steine, wo dann alles weggewaschen wird. Und dann kommt er auf den Markt. So einfach ein natürlicher Schwamm. Es gibt sehr viele Qualitäten. Es gibt die Korallenschwämme. Die sind nur für ein Dekor, wenn wir ein schönes Bad haben. Die Elefanten, diese Töpfe, wo wir sie nennen, die sind auch für Dekor. Oder man teilt sie und die sind die Geschichtsschwämme, also diese dünne Schwämme. Es gibt die Pfino, die sehr schön aussehen. Die nennen die auch Seidenschwämme. Also jeder kann einen Schwamm auf seine Haut legen und sehen, wer ihn schön ankommt. Dieser Schwamm jetzt, dass er lange bei uns zu Hause auf unsere Haut aufpasst, müssen wir auch auf den Schwamm sehr gut aufpassen. Was machen wir? Einfache Sachen. Wenn wir baden oder duschen, dann unter die Leitungswasser spülen schön, pressen und trocken lassen. Nie einsperren. Er muss trocken sein. Wenn er trocken ist, dann können Sie ihn einsperren, aber früher nicht. Wenn es nach ein paar Jahren ein bisschen riecht, von den Shampoos oder von unseren Mittelseifen, einfach in eine Schüssel mit Essig und Sodapulver, also Backpulver sagen wir in Deutschland, bei uns ist es Sodapulver, reinlegen über Nacht und morgens wieder spülen und trocken lassen. Sie werden diesen Schwamm über 15 Jahre benutzen für Ihre Haut. Und jetzt zeige ich Ihnen auch den Unterschied von den amerikanischen Schwämmen oder den asiatischen Schwämmen mit einem Mittelmeerschwamm. Wenn Sie den benutzen, die Farben sind gelb, ja beide, nach ein paar Jahren zerreißt er so leicht. Dieser Schwamm aber zerreißt nie, bis zum letzten Tag. Sie können ziehen und wie stark er zerreißt. Das ist die Qualität von dem kalten Wasser und von dem Salzwasser. Und das ist der Unterschied vom Mittelmeer und von den anderen Boden. Also, wir haben aber auch die gelbe Schwämme. Ich sage, jetzt ist Magie, sind alle hier rein. Wir sind Reinmittel. Aber die sind angeschrieben. Eins fehlt, es müssen 4 sein. Jeder hat seine 4 Mittel. Er sagt, das letzte ist geheim, dass er bessere Schwämme. Aber ich sage alles nur. Hier drin, ja, wie lange hier drin bleibt, so gelber wird der Schwamm jetzt sein. Aber noch nicht lang lassen, der muss auch in den Becken rein und hingelassen. Ja, wir haben jetzt gegessen. Es war in Ordnung, war lecker, aber es ist schon sehr chaotisch gewesen in dem Restaurant, weil es schon sehr voll ist. Wie gesagt, die ganzen Boote kommen alle auf einmal, wahrscheinlich in 1-2 Restaurants aufgeteilt. Genau, Getränke musste man auch selber bezahlen. Also nur das Essen war in dem Ausflug inkludiert. Ansonsten, ja, ich habe gegessen und bin dann jetzt losmarschiert
und wollte nur ein bisschen Zeit verklempern und bin dann in einen Souvenirladen, weil so viele gibt es hier gar nicht. Übrigens habe ich die Schwämme gekauft. Also ich habe Schwämme gekauft, einen für den Körper und eins fürs Gesicht. Die sollen so 5 bis 10 Jahre halten. Die sind ja hier aus dem Mittelmeer. Und ihr habt ja die Geschichte gehört. Wenn euch die nicht interessiert hat, habt ihr die ja weitergespult. Genau, also ich habe die Schwämme gekauft und im Prinzip gar kein Bargeld mehr dabei gehabt, weil ich nicht so viel mitgenommen habe auf den Ausflug. Und alles ging auf die Schwämme drauf. Deswegen hatte ich kein Geld mehr. Aber ich wollte halt nur so durch den Souvenirladen schlendern. Und ja, der Mann in dem Souvenirladen war sehr nett, aber ne, wollte, man hat gemerkt, er wollte mir was andrehen, was verkaufen. Und ich so, nee, tut mir leid, danke. Ne? Dann ist das auch immer so unangenehm, dann zu sagen, nee, ich will ich nichts. Ne? Eigentlich wollte ich nur gucken. Und ja, dann war er aber so nett und hat mir das hier geschenkt. So eine kleine Kirche mit von Kalymnos. Jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich nichts gekauft habe. Aber ich hatte auch kein Geld mehr. Aber wenigstens habe ich ein kleines Souvenir. Vielen Dank an den Verkäufer. Er wird zwar mein YouTube-Video nie sehen, aber vielen Dank. Und jetzt geht's zurück aufs Boot. Das steht schon da. Es ist super, super heiß hier. Es sind wohl hier 2 bis 3 Grad wärmer als auf Kos, wegen diesen ganzen Felsen und Bergen hier drumherum. Deswegen ist es hier wirklich heiß und es ist auch heiß. Es brennt. Ich werde mich jetzt nochmal eincremen und der letzte Stopp ist ja der Badestopp im Meer und da freue ich mich sehr drauf, ins Meer zu springen. Mega schön hier. Ab ins Wasser. Es hat wirklich sehr, sehr gut getan, in das kalte Wasser zu springen. Aber ohne Flossen zu schnorcheln ist schon anstrengend. Also ich war 20 Minuten im Wasser und ja, habe ein paar Fischchen gesehen, aber das habt ihr ja dann schon gesehen im vorigen Video. Genau, aber ja, war ganz nett hier rumzutauchen und zu schwimmen. Hat gut abgekühlt und ja, jetzt geht's zurück wieder nach Kos. Und mit dem Bus wieder zurück ins Hotel. Aber ich gebe euch gleich nochmal ein Fazit zu diesem Ausflug, was ich gut fand und was ich nicht so gut fand und ob ich es weiterempfehlen würde. Ja, wir sind wieder zurück in Kos Stadt, haben jetzt knapp 5:30 und fahren jetzt mit dem Transferbus zurück zum Hotel. Ich wollte euch ja noch meine Meinung zu dem Ausflug sagen. Es war okay. Der Ausflug hat 49 Euro gekostet, ging den ganzen Tag. Wie gesagt, Mittagessen war inklusive, keine Getränke. Es waren sehr, sehr viele Kinder dabei. Ich weiß jetzt schon, ich werde so einen Ausflug nie mit meinen Kindern machen, denn man verbringt 3/4 der Zeit auf diesem Boot oder Schiff und fährt von einer Insel zur anderen und macht nichts, also außer da sitzen und auf den Horizont gucken. Und für Kinder ist es einfach langweilig und die Zeit, die man auf den einzelnen Inseln verbringt, ist nicht wirklich lang. Die erste Insel hatten wir 1 Stunde am Strand. Auf der zweiten Insel mit dem Mittagessen, dann hatten wir am Ende noch 1/2 Stunde Freizeit und es war super warm. Beim Mittagessen war es super chaotisch, fand ich. Das Restaurant war halt voll. Und ja, und dann in der Hitze mit den Kindern, ich weiß nicht. Ne? Und dann der 3. Stopp, wo man dann vom Boot ins Wasser springt oder reinklettert. Oh, da haben sie die Kinder da. Ich habe nichts gegen Kinder, aber die Kinder haben sich dann, nee, wollten nicht. Und dann, oh, komm doch ins Wasser. Und dann mit diesen Schwimmärmchen im freien, also im offenen Meer. Weiß ich nicht, ob das so sein musste.
Naja, jedem das seine. Also ich weiß schon mal, dass ich so Ausflüge mit meinen Kindern nicht machen werde, weil es ist einfach langweilig. Die dauern stundenlang und die Kinder haben keine Beschäftigung. Da lasse ich sie lieber im Hotel oder bleibe mit denen im Hotel und die sind dann im Kinderclub oder so. Genau. Soviel meine Meinung zum Ausflug hier mit den drei Inseln. Jetzt geht's zum Bus und zurück zum Hotel. Ja, unser letzter Tag hier im Club ist angebrochen oder der letzte Abend. Ja, heute ist Galaabend, deswegen ja, bin eigentlich jeden Tag schicker angezogen. Aber ich bin gespannt, was das Hotel heute auf die Beine bringt. Die sind da ja immer ganz hinterher, was so besondere Abend angeht, erinnert euch an den Hawaii-Abend. Ja, genau, deswegen seid gespannt und ich zeige euch jetzt ein paar Eindrücke. Ich zeige euch ein paar Vorspeisen, die es hier gerade gibt. Da seht ihr Thunfisch mit Rote-Bete-Püree und Meerrettich-Dip. Hähnchen auf Brokkoli-Püree mit pikanter Soße. Honigmelonsalat mit Prosciutto und Minze. Und ein Garnelencocktail. Und hier habe ich Entenbrust, Tresse, Greyfood mit Honig. Ja. Ja, Hauptgang. Am Stück gegartes Rinderfilet mit Rote Beete, Parmesan-Risotto, Apfel, Birnenkonfit und Portweinjuice. Sieht sehr lecker aus. Ja, heute brauche ich einen zweiten Magen. Es geht weiter mit Sashimi vom Thunfisch auf Kartoffel-Wasabi-Püree mit Thai-Fisch-Sud und Curry-Melonen-Mayonnaise. Ja, sieht sehr interessant aus und ja, bisher war alles super lecker. Ja, es ist Zeit fürs Dessert. Einmal eine Toblerone-Mousse. Ich weiß nicht, wo ich das noch reinpacken soll. Macarons, frisch schokolatierte Bananen, Erdbeeren in Schokolade, Cake Pops gibt es auch mit weißer Schokolade. Und was das ist, weiß ich nicht, aber sieht alles super lecker aus. Das Abendessen ist vorbei und ich bin so satt, aber es war super lecker. Also ich hätte heute einen zweiten Magen gebraucht. Jetzt findet noch eine Abendshow statt. Ich bin sehr gespannt und dann müssen wir noch die Koffer zu Ende packen. Ja, denn morgen früh um 8 Uhr kommt der Bus uns abholen. Wie versprochen, eine kleine Zugabe hier am Pool. Vielen herzlichen Dank für den Applaus im Theater und eine wunderschöne Show. The Greatest Showman mit vielen Emotionen und wunderschönen Musik und mit auch tollen Texten. Und die letzte Zeile war: Wir sind nicht alle gleich, aber alle eins. Und das war wirklich ein ganz toller Spruch, der auch so schön auch zu unserem Team hierher passt. Denn wir sind hier insgesamt 280 Mitarbeiter, die aus verschiedenen Abteilungen, jeder in seinem Bereich, zu verschiedenen Uhrzeiten hier im Clubhaus machen. Aber eins haben wir gemeinsam. Wir sind sehr stolz, dass wir eure Gastgeber sein dürfen. Egal, ob das unsere Gärtner sind, egal, ob das unsere Zimmermädchen sind
das Team heute Abend auf der Bühne oder auch die Spülküche, die Küche, alle. Ich möchte niemanden vergessen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei diesem Team bedanken, denn ohne euch wäre ich jetzt nichts. Und ihr macht einen fantastischen Job. Vielen herzlichen Dank für diese Einheit, die ihr jeden Tag 6 Monate lang hierher bringt. Danke. Auch eine schöne Textzeile in dem From Now On. And we will come back home again. Ja. Viele von euch sind seit vielen, vielen Jahren, also ich kenne wirklich einige von euch, ihr Lieben, die hier gerade stehen. Und es gibt viele von euch, die auch seit 30 Jahren dem Robinson Dedalus treu seid. Und einige Newcomer, die auch zu einem Wiederholungstäter werden können. Und das wäre uns eine Ehre, euch auch als also Stammgäste auch nächstes Jahr begrüßen zu dürfen. Und an dieser Stelle herzlichen Dank für eure Treue. Herzlichen Dank, dass ihr Your Home Dedalus das als euer Zuhause bezeichnet. Vielen Dank, dass es euch gibt, dass wir eure Gastgeber sein dürfen. Denn keine Show, kein leckeres Buffet, kein toller Sonnenuntergang wäre nichts ohne euch, liebe Gäste. Vielen herzlichen Dank für die kleine Zugabe, die wir euch versprochen haben. Euer Team Robinson Dedalus 2021 in Freistopoli. The politicians praise my name. Wow, was soll ich sagen? Was ein gelungener Abend. Ich konnte euch leider nicht die komplette Show zeigen, da die Musik natürlich monetarisiert ist von The Greatest Showman. Aber jeder kennt die Musik, die ist super catchy. Jeder kann sie mitsingen. Also ich liebe den Film und ich liebe die Musik. Und das haben sie wirklich super gemacht, das Robinson-Team. Und ja, das Essen war heute super, die Show war super, ein perfekter Abschluss für diesen gelungenen Urlaub. Danke an das Robinson-Team, es war wirklich ein Erlebnis hier zu sein und ja, man sieht sich bestimmt wieder, auf jeden Fall im August im Robinson auf Mallorca. Und für uns ist es jetzt Zeit, ins Bett zu gehen und ja, morgen müssen wir uns leider verabschieden, aber es war wirklich ein sehr gelungener Abend und ein schöner Abschied. Ein letztes Mal die Aussicht vom Restaurant genießen. Ja, ich bin wieder zu Hause aus Kos. Jetzt heißt es Wäsche waschen, Koffer auspacken und was alles dazu gehört nach so einer Reise. Ich hatte ja 2 Reisen, Paris und Kos. Deswegen muss ich 2 Koffer auspacken und ja, Wäsche waschen etc. Und ab Montag geht es dann wieder los mit Arbeiten und der Alltag bricht wieder an.
Und die nächsten Tage und Wochen wird es dann etwas ruhiger, was Ausflüge angeht. Aber im Juli geht es dann weiter und im August. Also ihr könnt gespannt sein. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, dass ihr dann auch nichts mehr verpasst in naher Zukunft. Wie gesagt, es geht spannend weiter in den nächsten Monaten. Und ich hoffe, die kleine Reise durch Griechenland und Kos hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu diesen Art Videos unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Thank you.